Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Hunter Stories 2. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Oh, hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu Monster Hunter Stories 2 nach einer halben Ewigkeit, also bei mir zumindest gefühlt. Beim letzten Mal haben wir dieses Dorf hier erreicht. Ich habe komplett keine Ahnung mehr, wie das Spiel funktioniert. Seit der Flut habe ich nämlich nicht weitergespielt. Ich hatte zwar noch eine Folge auf dem PC, die noch nicht rauskam. Aber ja, dann konnte ich nicht spielen. Aber ich war nicht komplett faul. Ich habe zumindest jeden Tag in der Zwischenzeit die Amiibos immer fröhlich hier dran benutzt. Mehr habe ich aber auch nicht gemacht. Wir müssen jetzt mit Alvin reden. Der ist irgendwo da hinten. War der unsere Freundin letztes Mal entführt. Vielleicht die Kontrolle kurz hinlegen. Feel free to use them as you please. Jetzt habe ich ein paar Stallungen. Du kannst immer helfen. Hey, thanks. Das mit einem leckeren Fisch für Naviru. Oder Donuts. Ich habe vergessen, was da gerne ist. Donuts? What are those? Wie, du weißt nicht, was Donuts sind? What? Don't kid around. This is Danke, Naviru. We're talking about the greatest food in the world. Naja, das würde ich jetzt nicht so unterstreiten, aber ich esse auch gerne Donuts. Vielleicht mal so einen im Monat. Wie kannst du nur, Alvin? Wie kannst du nur? Ich muss das Mikrofon für den Charakter mal ein bisschen näher mich ranholen. Die sind wirklich lecker. Je nachdem, was für eine Glasur drauf ist. Woran lacht ihr euch dann? Der Satz macht nur auf Englisch Sinn. Weil im Englisch heißt übergeschnappt Go Nuts. Sweet, round and fried in oil? Doesn't sound very healthy, to be honest. Ist auch nicht gesund, überhaupt nicht. Man wird sehr schnell dick davon. Und ich liebe diesen Blick, Mario. Dafür habe ich dich vermisst. Ich glaube, über einen Monat war es. Wartet. Ich guck gerade auf dem Bildschirm. Wegen Datum. Es waren sogar 2 Monate. 2 Monate ist es her, dass ich hierzu was aufgenommen habe. Oh Gott, wie weit muss ich denn hinterherhängen? Leute, ich glaube, ich mache ab sofort vorerst die Folgen ein bisschen länger bei Monster Hunter. Einfach, um wieder reinzukommen. Er hat's gesagt. No, no, don't you get it? Donuts? Go nuts! Es bringt mehr beim Hören als beim Lesen. I'm sorry, I still don't. Alvin, du musst den Joke nicht verstehen. Nebenbei, ich hab übrigens schon jemanden klar gemacht für die Koop-Sachen. Und zwar kennt ihr auch ihn schon von dem Rise Let's Play. Es ist nicht Sunny, es ist der andere. Naviru ist enttäuscht. Also ich guck, dass ich jetzt vorerst die nächsten 5 oder 10 Folgen jetzt mindestens auf eine halbe Stunde kommen, weil ich muss wieder hinterherkommen. Ich hing 2 Monate hinterher. Ich habe sogar gesehen, dass Update-Daten da sind, aber momentan, so wo ich jetzt gerade aufnehme, habe ich noch kein Internet. Habe ich erst am darauffolgenden Tag. Ich mache jetzt hier so eine Aufnahmesession für so 2 Folgen, vielleicht 3. Ja. Dann kann ich das erst runterladen und ich würde auch gerne wissen, was das Update-Zeug war, außer Performance. Okay. Ja, ihr habt noch viel zu lernen. Wir wissen nicht, wie Pizza geht. Nee, ist schon so 2 Monate her. Oh. Ach, ich bin gut erholt, glaubt mir. Also hier habe ich jetzt Ausstallungen.
Ja, ich komme da sofort hin. Stallungen würde ich gerne mal reingucken. Welche Monstis hatte ich denn überhaupt alles? Die besten der Welt. Habe ich irgendwelche Eier, die ich noch ein paar machen kann? Nein. Hier ist doch bestimmt auch irgendwo eine schwarze Katze. Also eine Melde. Ich sehe sie sogar schon auf der Karte unten rechts. Hast du irgendwas Neues für mich? Ich denke übrigens daran, dass ich, wenn ich Klettern und Schwimmen habe, nochmal auf die erste Insel zurückgehe. Ich habe nämlich gesehen, das geht. Über das Schnellreisesystem kann ich schon über, ne, zur ersten Insel. Und ich muss generell hin, weil da fehlt mir ein Schnellreisepunkt, den ich eigentlich hätte mitnehmen können. So, gegen Objekte will ich tauschen. Oh, ich kann hier Gift und Schlafmesser lernen. Schockfallen. Ja, die Schockfallen, die hätte ich auf jeden Fall gern. Stallungen, auf jeden Fall. Und dann hole ich mir noch die beiden Messer. Was kann ich mir noch leisten? Ich weiß immer noch nicht, was man mit den Stimulanten anfängt. Ich hole mir das Gesundheitsnährmittel und verpasse mir das. Weil damit kann man ja, glaube ich, dauerhaft irgendwas verbessern, wenn ich das richtig im Kopf habe. Hier, Gesundheitsnährmittel. Erhöht dauerhaft die maximalen TP eines Verbündeten. Und das gebe ich natürlich mir. Weil ich brauche das am ehesten. Die Monster, die ändern sich vielleicht ständig, aber ich werde ja immer ich bleiben. So, was brauche ich jetzt eigentlich für die Schlaf- und Giftmesser? Schlaffische und Giftpilze. Kann ich doch herstellen. Erstmal die Schlafmesser. Jetzt gib mir Giftmesser. Ich will sie alle vergiften. So, dann gehen wir direkt zum Ältesten. Ich habe übrigens das andere Kleid wieder angezogen. Sofern, dass ich jetzt nicht aus Versehen beim letzten Mal geändert habe. Ich habe da halt keine Ahnung mehr. Ich habe da nicht mehr reingeguckt. Zu diesem Zeitpunkt. Ein Paolumu, der Blasebalg. Ein Paolumu nehme ich doch gerne. But those fluffballs are adorable. How could they hurt anybody? Hm, dachte ich mir bei World auch. Dann bin ich auf einmal einen Berg runtergeflogen. Warum ist das automatisch eigentlich? Yep. So, jetzt läuft es auch automatisch. Dann kann ich den Controller nämlich auch mal beiseite legen. So soon. Is that wise? Ja, das ist doch eine sehr gute Idee. And what's more, the child has Red's kinship stone. This is a good chance for them to show if they are capable of taking part. Ich bin auf jeden Fall dem Ritus gewachsen. Das wissen wir doch alle. Ging das Spiel noch? Das ist kein Witz von mir. Ich habe nicht mehr reingeguckt. Ich hatte kein Internet, Leute. Mein PC habe ich erst seit Anfang letzter Woche wieder. Weil ich ihn so lange bei jemand anders abgestellt hatte. Wait a moment, Elder. They don't have the necessary experience. Hey, was meinst du damit, Alvin? Ja, den Anjanath, den haben wir richtig aufs Maul gegeben. You're just proving my point. That overconfidence could be your undoing. Ach, wir sind zu gut und deswegen. Nein, da will unser Katz ihm nicht das Gesicht. The safety of the village is my responsibility. I'd prefer it if. Bitte sag, dass du mitkommst. I see where you are going. This, you may accompany them. Ja, der hatte doch, glaube ich, einen Skrill oder was hatte der? Every hand helps. Now that it's been decided, ich weiß nicht mehr, wie dieser Eisdrache heißt, aber der hat einen Eisdrachen dabei. Sheesh. I still say we could have handled this on our own. Ist, glaube ich, immer besser, einen dabei zu haben. Please be careful.
Ja, wir sind vorsichtig. Keine Sorge. Emma war's, oder? Okay. Kleines Stück jenseits des Dorfes. Enna war's. Nicht Emma. Enna. In den N. Heining. Du hast doch auch N's im Namen. Du müsstest das wissen. Okay, wir nehmen noch die Nebenquesten hier. Was hast du für mich? Beantworte alle Fragen richtig. Und dann kriege ich Leidenschaftspillen und wahrscheinlich auch das Rezept gleich dafür. Ja, nehme ich doch. Na komm, dann nehmen wir mal den Quiz mal teil. Perfekt. Welches dieser Objekte erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Mionster sich aus dem Kampf zurückzieht? Farbball. Wenn man Ei haben will, sollte man Farbball werfen. Was eignet sich gut für fliegende Blitzbombe? Fallen die nämlich hin. Welches dieser Monster fügt Monstern ungeachtet ihrer Härte schweren Schaden zu? Fassbombe. Das ist Monster Hunter Wissen, ne, der Stufe 1. Easy. Schaulka ist sein Drache. Ja, und ich habe direkt das Rezept dafür bekommen. Easy. Ich muss nach unten, ne? Ja, ich muss nach unten. Ich kann ja mal gucken, habe ich nicht eigentlich schon Multiplayer? Nee. Ich dachte, das hätte ich schon freigeschaltet. Sag bloß, ich muss einen höher. Oder wo ist der? Oh, ich kann hier auf mein Dach. Hello. Ist das der menschliche Rider? Ich wünsche, ich könnte Abenteuer mit Monstern erleben. Ich soll mich um einen tobenden Arzeros kümmern. Oh, und dann kriege ich fürs Großschwert Blocken. Wow, thank you. Ja, Blocken würde ich schon gern lernen. Und ich will eh jedes Monster sammeln. Weil ich mich ja wie bei Pokémon führen muss. Gonna catch them all. So, mein Bulldrom. Let's go! Welche Viecher rennen hier überhaupt rum? Slagtoffel. Ich hätte das halt alles nicht mehr auf dem Schirm. Da sind Garquas. Was rennt hier sonst noch so rum? Ich sehe da Yagis. Ich weiß nicht, ob ich Yagis schon bekämpft habe. Den Großyagi habe ich definitiv noch nicht bekämpft. Komm her. Komm her, mein Großer. Dich mach ich platt. Dir hau ich die Hucke voll. Aber die Yagis habe ich schon mal bekämpft. So, ich versuche mich kurz gerade zu erinnern. Kraft war, glaube ich, gut gegen Technik. Technik gegen Geschwindigkeit und so weiter. So, wir machen beide mal einen Kraftangriff auf den Fatzke da. Der Großjagd ist ein Geschwinden. Ja, ein Techniker. Okay. Aua. Aua. Elfen kämpft mit einem Bogen. Ist schon interessant. Wartet. Erstmal den da weg. Ein Kraftangriff von Elven. Aua. 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 Ist ja gut. Sag mal, kannst du auch mal was treffen? Dich hätte ich gern. Das ist geil. So, du das auf. Nee, warte mal. Mach den alle. Ich muss mich heilen. Ich bin nämlich fast tot. Au! Au! Ich habe überall Bisswunden. Aber wenigstens einer ist jetzt weg.
Ach, jetzt alle. Danke. So, für den brauche ich Kraft. Ach, der kann seine Kollegen zurückrufen. Das ist putzig. Und jetzt sind da direkt neue. Warum denn auch nicht? Also so bringt ja das Aufladen aber auch nicht viel. Er ist sauer. Jetzt macht er das Gegenteil. Ich meine, jetzt geht er auf Technik. Nee, er war vorher Technik. Jetzt müsste er auf Kraft gehen. Das heißt, ich brauche Geschwindigkeit. Ich reite mal mein Viech. Und haue ihm eins auf die Mütze. Nein, er geht auf Geschwindigkeit. Kacke, verdammt. Haben wir doch mal doppelte Geschwindigkeit für unter anderem. Au. So. Jetzt weiß ich ja, welche Techniken du nutzt. Jetzt war ich kaputt. Jack. Oh, ich hab's umgebracht. Du bist schon tot. Da will ich wenigstens Material. Komm. Es will fliehen! Du entkommst mir nicht! Oh, ich kann mir sogar noch ein Yagi-Ei holen. Ja, komm, hol ich mir. Vielleicht habe ich auch mal Glück, da ist was Gutes drin. Ich nehme mal alles. Komm, wo ist mein Yagi-Ei? Wo kann ich es mitnehmen? Da. Her damit. Ich gönn mir jetzt. Eigentlich hier direkt ums Eck. Warum ist hier drin auch noch eine Kiste? Nicht, dass ich mich schwer, ich nehme die Kiste gern. Oh, hier gibt's Lootrufe. Das heißt, ich muss doch hier auch einen Königslootruf finden. Den Königslootruf will ich auf jeden Fall. Ach stimmt, hier habe ich ja schon mal bekämpft. Nein, danke. Muss nicht sein. Ich habe das halt alles nicht mehr auf dem Schirm, Leute. Ich bin halt nicht mehr im Aktuellen. Beziehungsweise im Alten. So, ich gönn mir. Und ich hab Pech. Es geht. Die Eier von denen sind leicht. Mann, jetzt gib mir ein Gutes. Am Dachs. Ich krieg mal was Gutes. Wenn du die Billo-Eier. Ja, komm, bevor wir dann in den Wald gehen, erkunden wir mal die restliche Ebene. Beziehungsweise mal, welche Viecher hier rumrennen. Ich will auf jeden Fall gucken, ob hier ein Königslut drauf irgendwo rumgeistert. Da sind Garquas. Wenn wahrscheinlich unten am Wasser. Alkala-Honig. Hallo, Lutrof. Bist du? Weiß, dass es dich gibt. Ich weiß nur nicht, ob es dich hier gibt. Aber ich sehe einen Azeroth, den ich verkloppen kann. Komm her. Ich will dich. Ich habe mich angeschlichen. Kutku-Spieß, weil ich mir vorstellen kann, dass du gegen Heimer schwach bist. Und unter anderem kann ich mir vorstellen, dass du ein Krafttyp bist.
So. Oh, ich kann einen Zweierangriffe machen. So, auf zweiten Teil angreifen. Pam. Ich greife den Teil mal an, bevor der kaputt ist. Sage ich doch Krafttyp. Ich habe nur geraten. Weil ich mir das vor allen Dingen beim Arthos so am besten vorstellen konnte. Perfekt. So, ich habe keine Ahnung, ob du fast vom Verrecken bist. Ich glaube, die sabbern kurz bevor sie sterben. Zack. Nice. Ich werfe einfach mal sicherheitshalber. Ja, war auch die richtige Entscheidung. Und trotzdem kein Ei, obwohl er 50% war. Verdammt, Axt! Alles Sunnys Schuld. Er ist zwar nicht hier dabei, aber es ist Sunnys Schuld. So, ich will jetzt sehen, gibt's auch einen Königsloot auf hier? Ich sehe einen Koropeko. Ich weiß jetzt schon, dass er mir fürchterlich auf den Keks gehen wird. So. Ich kann mir bei dir eigentlich Techniker vorstellen. Lied des Schutzes. Du bist wahrscheinlich hier nur ein Supporter. Ey, ist ja schön und gut, aber... Ihr benutzt aus, einer keine Elemente. Also, was willst du gegen den machen? Muss ich's auf Techniker? Ich rate hier nur, Leute. Bei manchen ist es obvious. Bei Rettern beispielsweise könnte ich mir Geschwindigkeit vorstellen. Es ist wütend. Oh, die Quicktime-Events, die habe ich ja so vermisst. Ja, weg mit dir. So, jetzt kann ich ihn reiten. So, jetzt bist du kein Techniker mehr. Jetzt bist du wahrscheinlich ein Angreifer. Also gehe ich auf Geschwindigkeit. Oder du machst meine ganze Rechnung über den Haufen und machst einfach nichts. Nur sicherheitshalber. Ich weiß nicht, woran ich es merke, ne? Aber irgendwie habe ich langsam ein Gespür dafür. Oder der bringt das nichts, wenn die dann trotzdem nicht abhauen. Ist doch gemein. Da werfe ich schon extra den Farbball. Kann die Steinchen kaputt machen. Will ich die Steinchen kaputt machen? Ich will die kaputt machen. Du warst es. Felsbrecher, jetzt sehen wir das auch mal. Nack. Komm, ich hab sie schon kaputt gemacht. Geh mir auch rein. Art Sky Felsenhügel. Was finden wir hier? Sprint los! Die können wir ignorieren. Das sind Luschen. Also klar, die werde ich auch noch bekämpfen einmal. Ich glaube, hier kriege ich nur eine Kiste. Oh, hi, hier ist ein Tigrex.
Der Naviro sagt mir sogar, dass der schwer sein könnte. Ich glaube nicht, dass ich den schon bekämpfen sollte. Ich lass den mal lieber schlafen. Ich versuch's, wenn ich mindestens Level 16 erreicht habe, Leute. Ich nehme jetzt die Kiste hier mit. Nisten da? Nisten da klingt nach so einer Fähigkeit, wo die eher abhauen. Ich will das gucken. Ausrüstung. Versteckkreuzung des Montenrate erlegt der Monster etwas. Nehme ich. Oh, ich kann mir bei der Retterin das auch gut vorstellen, weil die ist ja eigentlich so ein Nesthütermonster. Für die, die es nicht wissen, wenn man während eine Retterin anwesend ist bei einem Monster Hunter Spiel, beispielsweise Rise, und dann einfach sich dann Ei aus dem Nest klaut, die jagt einen über die gesamte Map. Also ich kann mir bei der sehr gut vorstellen, dass sie irgendwelche Nesthüterfähigkeiten hat. So, wir machen noch einen von euch zum Ende platt. So. Ich gehe auch auf Kraft, nur diesmal nehme ich auch ein paar Fähigkeiten. Oh, ihr seid alle Krafttypen. Okay, dann muss ich zur Geschwindigkeit sofort wechseln. Ich hätte gern gesehen, wie Presse aussieht. So, okay. Kacke, verdammt! Wir haben mal Bultrom umgenietet. Wenn die mich schon umnieten, dann schaffe ich den Paolomu, glaube ich, momentan überhaupt nicht. Das sind ganz normale Anstekas, Leute. Ne, Abzerosse. Die haben normalerweise nicht viel Power. Oder es kommt, dass die so stark sind wegen dem Gebiet, wo ich gerade drin hocke. Zack. 10% gibt mir die eine Fähigkeit von dem Amulett. Finde ich gut. So. Einfach damit ich alles drei einmal voll hab. Blühender Bogen. Geschwindigkeitsangriff. Dich. Und den Angriff gucken wir uns an. Alter, sieht der geil aus. Alter! Ja, zerleg ich den halt komplett. Die Fähigkeit sah geil aus und ich will die Team-Version noch sehen. Warte mal, einfach damit ich mehr Punkte kriege. Du mach mal Überspannung. Ich mach den Giftbeschichtungsschuss. Dann kriege ich nämlich wenigstens mehr Material gleich. So. Ei kriege ich nicht. Sehr viel Zeug. Also ich habe sehr viel Abzeros mit Material bekommen. Ja, und ich habe gemerkt, dass ich viel zu schwach bin. Leute, das war ein Abzeros. Und der hat meinen Bulldrom umgebracht. Mit nur zwei Angriffen. Bedenkmonster, Bedenkleute, diese Bossmonster in dem Spiel sind mindestens doppelt so stark wie die Viecher, die normal rumrennen. Ich hab den Gropeko hinter mir nicht bemerkt. Verdammt, einen Moment, Leute. So, Leute, ich mach mal eben kurz auf Pause, leg den Controller beiseite und jetzt mal kurz Talk. Ich hab gemerkt, dass wir momentan viel zu schwach sind. Deswegen werde ich jetzt hier schon die Aufnahmesession beenden.
werde aber jetzt offscreen noch ein bisschen weiter spielen und mein gesamtes Team. Wartet, ich guck erstmal hier ans Wasser runter, ob da jetzt tatsächlich irgendwo ein Loot gammelt. Hier ist ein blauer Gian Kutgu, Mann. Ich werde jetzt fliehen, aber irgendwann werde ich mir den noch holen. Also Gian Kutgu wissen wir, kriegen wir hier im Blauen. Ist besser als der alte, das weiß ich jetzt schon. Ich wollte eigentlich nur gucken, ob es hier auch einen Loothof gibt. Aber sieht jetzt nicht sofort hier danach aus. Ich werde jetzt auf jeden Fall alle Monster mindestens auf Level 15 pushen. Vielleicht hole ich mir auch noch einen blauen Giant Kutgu. Werde euch dann trotzdem einen Kampf dazu zeigen. Einfach damit ich den Giant Kutgu auswechseln kann. Wenn hier schon besser rumläuft, dann nehme ich den. Ja. Und beende dann hier das Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns dann jetzt beim nächsten Mal. Tschüss.